Nun gut, egal. Wir haben Omsk erreicht. Ende von Kapitel 4. Kapitel 4 abgeschlossen. Und müssen jetzt im Prinzip nach Irkutsk und von dort aus dann noch weiter Tschita, bis wir dann irgendwann mal nach Wladiwostok kommen. Boah, ist das noch weit. Weiter. Befehle, Major. Mehrere unserer Züge sind von den Roten außerhalb Wladiwostoks aufgehalten worden. Und noch dazu erreichen uns Berichte von kleineren Handgemengen mit den Weißen. Scheint, als ob wir bald keine Freunde mehr haben. Die Übergangsregierung besteht darauf, dass wir zur Deeskalation der Krise beitragen. Ihr Plan sieht neuerliche Bemühungen vor, mit der Weißen Armee zu kollaborieren, indem wir sie bei der Sicherung der Goldreserven des Kaiserreichs unterstützen. Das Gold selbst lagert momentan in einem Zug, der von den Roten schwer bewacht wird. Unsere Aufgabe ist es, den Zug abzufangen, die Ladung zu bergen und nach Nowonikolajewsk zu transportieren. Unsere Führung ist überzeugt, dass das Gold als Sicherheit dienen kann und die Weißen dazu bringt, uns eine sichere Durchreise zu gewähren oder uns sogar zu helfen. Wir treffen unsere Kontaktperson der Weißen, Hauptmann Korolev, am nächsten Bahnhof in Tataskaja. Er gibt uns die notwendigen Informationen. Ach Gott, jetzt gibt's doch noch eine Verfolgungsjagd. Die Situation wird immer chaotischer und um nach Hause zu kommen, benötigt ihr eine stabile Währung. Keine Währung ist stabiler als Gold. Irgendwo direkt vor uns gibt es einen ganzen Zug da voll davon. Leider ist er in Bewegung. Unser Zeitfenster ist also begrenzt und die Roten werden das Gold nicht einfach rausrücken. Zeitlimit. Für diese Aufgabe ist deine Zeit begrenzt. Brauchst du zu lange, schlägt die Mission fehl. Aktive Konfliktzonen und hochwertige Ziele bedeuten, dass die Gegner schneller und aggressiver reagieren. Okay, der Goldzug 1. Erreiche Tataskaja und triff den Offizier der Weißen Armee, Korolev. Ich kann nicht einkaufen. Wo ist denn Tataskaja? Da ist Nowonikolajewsk. Da ist Tataskaja. Also im Prinzip gleich die nächste Stadt. Borki werde ich dann nicht großartig abfangen können. Aber ich werde es trotzdem versuchen. Und vor allem muss ich auch einkaufen. Ich brauche unbedingt Essen. Ich weiß nicht, ob ich nach Milosovic Dvor auch gehen sollte oder nur an den See. Das Angeln wird zu lange dauern. Wir werden den Zug nicht so schnell kriegen. Barabinsk. Es gibt einen verletzten Soldaten, 9 müde, 3 hungrige. Wir haben auch nichts zu essen mehr, aber fast die 1000 Kohle. Uiuiui. Ja, wir werden wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen Kohle verbraten, dadurch, dass es natürlich immer gruseliger wird, meine Lieben. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich bin echt gespannt, wie es jetzt nach Omsk weitergeht. Das scheint offensichtlich jetzt mal eine Schnellstrecke zu sein, wenn wir wirklich den anderen Zug jagen sollen. Ich weiß nicht, ob wir den schon vorher abfangen können oder, also um dann die ganzen Städte und Wälder und sowas alles mitzunehmen oder ob wir den wirklich erst kurz vor Nowonikolajewsk bekommen. Nikolajewsk, doch, ist richtig. Wenn ich mit dem Gewehr hantiere, ja, das ist schön. Hantier mal. Wir haben nichts zu essen, jede Menge Geld, Holz und so weiter und so fort. Das sieht gut aus, aber wir müssen was verkaufen. Er hier hat bis zu 50.000, dann verkaufen wir jetzt erstmal was. Ich verkaufe jetzt 600 mal Gewehrmunition. Dann sind wir schon mal bei 12.000. Das heißt, ich kann jetzt schon mal ein neues Abteil kaufen. Einen Sanitätswagen will ich unbedingt haben. 14.040 kostet mich das Ganze. Ich gebe auch noch ein bisschen Handfeuerwaffenmunition oben drauf. Handel akzeptieren. Was kann ich noch verkaufen? Ich will den Wagen ja ausbauen, das heißt, wir werden auf jeden Fall noch sowas wie Stoffe und Holz benötigen. Aber ich gebe noch ein bisschen Gewehrmunition dazu. So, gib mir jetzt den Sanitätswagen. Okay. Juhu, wir haben endlich einen Sanitätswagen, in dem wir dann auch endlich Leute, sprich Ärzte, mit reinbringen können. Dominik Jecha, du hast sowieso nicht so viel zu tun, du ruhst dich den ganzen Tag aus, du wirst jetzt ein Arzt. Vera Moretti könnte ebenfalls Arzt werden, als Birta nicht. Die ist zu müde. Du hättest sogar 94% Arbeitseffizienz. Oh, nee, Nacht. Dominik. Zur Genesung packe ich dich rein.
Die anderen sind nur müde, die müssen sich hier nicht genesen. Und ich müsste sowieso neue Betten kaufen, bequeme Betten. Und, und. Also es gäbe sehr viel, was wir machen könnten. Allerdings bräuchten wir auch für alles wieder Metall, außer für das hier. Sicherheitsvorkehrungen, dann hätten wir wenigstens 50% mehr Arbeits... weniger Risiko für Arbeitsunfälle und so weiter. Ja, das wäre okay. Geiler Mist. Endlich erreiche Tataskaya und trifft den Offizier der Weißen Armee Korolev. 96 Stunden Zeit, oder wie ist das? Der Goldzug. Ich glaube, wir haben 96 Stunden Zeit, bevor er hier hinten ankommt. Aber das könnten wir trotzdem schaffen. Das sind 3 bis 4 Tage, ne? Ich kann nicht mehr rechnen. Aber kommt hin. 4 Tage. Frantisek, Glückwunsch. Du bist jetzt auch irgendein Mensch. Als Birta auch. Glückwunsch. Freut mich sehr, aber ihr seid eben fix und fertig. Ach, gut, dann schicken wir noch Leute nach Borki. Du bist Einbrecher und kannst nicht. Du bist Einbrecher, Bartholomew. Und Emanuel ist Hauswirtschafter. Und dann nehmen wir noch jemanden mit, der einfach so gut tragen kann. Ich hätte gerne noch jemand Kräftiges dabei. Peter, da ist er ja. So, speichern. Auf nach Borki. Das macht ihr. Und wir fahren schon mal los. Treffen uns dann in Tatarskaya. Wir sind ja so oder so relativ fix eigentlich. Verbleibende Entfernung, das sieht doch gut aus. Innerhalb von 96 Stunden sollten wir doch hinkriegen. Erkunden. Oh, offensichtlich steigt die Zeit wesentlich schneller. Wir sollten auf jeden Fall jetzt ausbauen. Nachher werden wir nicht mehr die Möglichkeit dazu haben. Auf jeden Fall hat sich der eine schon mal erholt. Das ist gut. Den Zug will ich nicht weiter ausbauen. Das ist okay. Ich würde gerne mit dem Metall, das wir haben, jetzt noch unsere Wagen verbessern. Die Haltbarkeitsreparaturkosten könnten reduziert werden, wenn wir hier jetzt ein paar Leute einspannen. Wer hat denn nichts zu tun? Du und du. So wie du und du. Okay, und dann können wir hier noch weitermachen. Sicherheitsvorkehrung, Operationsinstrumente. Machen wir erstmal die Sicherheitsvorkehrungen. Dafür brauchen wir auch nochmal 4 Leute. Es wird auch einige Leute geben, die nichts zu tun haben, oder? So. Hoffentlich kriegen wir das hin, bevor die Bedrohung Stufe 1 ist. Schade, da gab es nichts. Sind sie schon fertig? Ja, sehr schön. Okay, dann haben wir unseren Wagen schon mal ein bisschen ausgebaut. Ihr habt jetzt das verbesserte Fahrgestell drin und braucht im Prinzip noch eins der anderen beiden Dinge. Ich würde jetzt die Metallbeschichtung wieder mit reinnehmen, denn das hier scheint ja offensichtlich beim Zug auch nicht gebraucht worden zu sein. Nee, da hatte ich was anderes ausgebaut. Richtig, die verstärkte Brennkammer, die haben wir nicht. Ist okay. Demnächst bauen wir weiter aus, damit wir bequeme Betten bekommen. Waren sparen. Durch das Beenden des Herstellungsprozesses werden manche Ressourcen mitunter zurückgegeben. Oh, ich wollte auch die Folge beenden, verdammt. Okay. Dumm gelaufen, Operationsinstrumente. Fügt zusätzliche Tätigkeitsplatz für Arzt zu. Für kranke und verletzte Soldaten heilen. Aber das habt ihr doch schon.
Ich könnte also noch mehr Leute mit hinzufügen. Na, das will ich jetzt nicht unbedingt. Alchemiegeräte fügt zusätzlich einen Tätigkeitsplatz für Arzt hinzu. Neue Gegenstände herstellen oder neue Rezepte und Verbesserungen erforschen. Neue Betten brauche ich nicht. Bequeme Betten erhöht die Gesundheit und Moral um 1 pro Stunde, wenn sich ein Soldat im Krankenbett ausruht. Ist natürlich auch geil. Es dauert aber ewig, das fertig zu machen. 3 Stunden 30. Die Zeit habe ich nicht. Wir gehen jetzt erstmal wieder raus. Wir warten ja noch auf die anderen. Komm, Fahrt. Jetzt mal ein bisschen schneller. Okay, anhalten. Gucken. Der Goldzug. Als der Zug in den Bahnhof einfährt, werdet ihr von einer rauen Soldatenhorde in Wintermänteln begrüßt. Ein großer, breitschultriger Mann nähert sich. Er ergreift deine Hand und schüttelt sie kurz. Ich bin Hauptmann Alex Korolev von der Weißen Armee. Kommen Sie, Major. Wir haben Erfrischung für alle vorbereitet. Hier entlang, zur Kathedrale. Korolev und seine Truppen führen dich durch die Stadt zur Kathedrale. Bänke sind zur Seite gedrückt. Ein großer Tisch steht für euch bereit. Auf ihm stehen Tee, Brot, Honig, Salz, ein paar Scheiben gebratenen Fleisches und Fladenbrote. Sogar Gebäck und Dessert gibt es. Hauptmann Korolev, wir sind gekommen, um Ihnen bei der Begegnung der nationalen Goldreserve zu helfen. Bergung, nicht Begegnung. Und Sie nach Nowonikolajewsk zu bringen, wie es uns aufgetragen wurde. Alles zu seiner Zeit, Hauptmann. Ich habe einen Vorschlag zu machen, der sich für beide Seiten auszahlen dürfte. Also darum begrüßen Sie uns mit einem Festmahl, das ein Zaren würdig wäre? Korolev lässt, ob Langers offenkundigen Zynismus, ein herzliches Lachen vernehmen und schlägt einen beschwichtigenden Ton an. Nein, nein, mein Freund. Schmeicheleien sind hier fehl am Platz. Sie brauchen eine sichere Weiterfahrt und Informationen. Unsere Leute in Chulim benötigen Waffen und Medizin und natürlich Nahrungsmittel. Langer setzt ein schiefes Lächeln auf, als er das üppige Mahl auf dem Tisch vor euch in Augenschein nimmt. Sie wollen also andeuten, dass Sie erst kooperieren, wenn wir Ihnen helfen. Ich habe versprochen, Informationen über den Goldzug zu liefern, und ich stehe zu meinem Wort. Aber es ist eine Tatsache, dass sich der Zug von Nowonikolajewsk nicht mehr einholen lässt. Ist er für uns also verloren? Keine Sorge, Major. Wenn Sie sich in Chulim mit Hauptmann Belov treffen, erhalten Sie die Informationen, die Sie benötigen, um sich den Zug zu holen. Und wenn Sie schon mal da sind, können Sie uns auch helfen. Chulim braucht mehr Ressourcen, als wir haben. Ob Sie Ihre mit uns teilen oder neue besorgen, ist mir egal. Versetzen Sie unsere Leute einfach in die Lage, die Stadt gegen die Roten verteidigen zu können. Oh, ich hoffe, Sie erwarten nicht, dass wir Ihr eigenes Volk bestehlen. Keine Sorge, unsere Leute werden Ihnen helfen. Sie werden Ihnen geben, was Chulim benötigt. Sie werden sogar darum bitten, dass Sie es hinbringen. Die Dorfbewohner, einfache Leute wie Sie und ich, werden Ihnen vertrauen. Werden Sie verraten. Wenn Sie tun, was ich sage, helfen wir Ihnen. Versprochen. Werden Sie die Vorräte also nach Chulim bringen? 10 Sanitätskästen, 50 Essensrationen. Korolev reicht dir eine Liste mit den benötigten Vorräten. Ja, wir helfen. Sehr gut. Ihre Legionäre haben einen starken Willen und einen noch stärkeren Kampfgeist. Wir bereden die Einzelheiten später. Essen wir erst einmal. Deine Soldaten genießen einen kurzen Moment des Friedens. Tee, Honig und die Wärme des Feuers lassen alle an bessere Tage denken. Schließlich kommst du mit Korolev und Langer aber doch wieder auf die nationale Goldreserve zu sprechen. Korolev reicht dir einen versiegelten Umschlag, der Befehle für Ilari Belov enthält. Ein Hauptmann der Weißen Armee in Chulim. Er erwartet, dass du sie überbringst. Du bleibst noch etwas, verabschiedest dich dann aber von Korolev und kehrst zum Zug zurück. Jetzt haben wir noch 72 Stunden. Erreiche Chulim und triff Offizier Belov von der Weißen Armee. Wo sind Chulim? Da sind wir erst in Barabinsk, Kamenka, Chulim. Da. 3 Orte weiter. Das ist relativ weit und wir haben auch nur noch 72 Stunden Zeit. Wäre ich mal mit den Leuten hier neu hingelaufen, das hätte ich vielleicht noch geschafft. Aber wo soll ich denn jetzt so schnell was zu essen herkriegen? Was können wir denn hier machen? Hier haben wir einen Händler und kriegen nur Munition und Kampfausrüstung. Landminen. Pff. Nee, danke. Ich habe nicht mal Essen. Wie soll ich denn da... Aber wenigstens haben wir wieder jede Menge Platz. Ist doch auch schön. Er hat noch 10.000 Gold übrig. Dann verkaufe ich jetzt noch ein paar Kräuter.
So, damit wir wieder Geld haben, falls wir doch nochmal Granaten oder irgendwie sowas kaufen müssen. Und dann müssen wir auch schon losfahren. Aber die Frage ist, wohin? Wir müssen ja im Prinzip Essen kaufen. Also ich werde trotzdem versuchen müssen, an die Seen zu gehen. Aber ob das so gut klappt, Zugzusammenstellung, Händler, vorteilhafte Eigenschaften haben wir dabei. Du hast die Möglichkeit, Ressourcen zur Unterstützung der Weißen zu bringen. Nach Julim. Dann sind wir auch schon irgendwann in Novo-Nikolajewsk. Aber Novo-Nikolajewsk, ich würde gerne mal die Karte sehen, wo das wieder liegt. Uns fehlt nicht mehr viel zu 1000 Treibstoff, aber ich kriege nicht ran. Ozero Kubadino, oh je. Also ich möchte auf jeden Fall in den Wald und wir werden nach Ozero Katenis ebenfalls. Den See könnten wir hier vorne auch besuchen. Wir speichern mal. Denn ich habe so ein bisschen Angst, dass das nicht klappt. So, wir fahren auch ein bisschen schneller jetzt. Und dann nehmen wir Leute mit, die sich dort eignen zum Angeln. Das bedeutet, wir brauchen einen Überlebenskünstler und einen Jäger. Roman. Eigentlich noch jemanden, der was tragen kann. Habe ich nicht. Dann gehst du nicht mit. Dann gehst du auch nicht mit. Du gehst mit. So, volle Fahrt voraus. Und ihr geht angeln. Gut. Ihr seid am Angeln. Wir können noch mal gucken, ob wir noch irgendwas ausbauen können. Bequeme Betten hätte ich nämlich schon gerne für unsere Leute. Dass, wenn die hier liegen, sie sich wenigstens ordentlich ausruhen können. Gudi. Der Sanitätswagen ist fertig. Wir fahren noch mal ein Stück. Aber ob wir 50 Essen rankriegen, ich wage es fast zu bezweifeln. Oh, der Weg ist blockiert. Warum? Zug anhalten. Blockade lösen. Guti. Ihr könnt nach Hause kommen. Es war keine Möglichkeit, irgendwas mitzunehmen. Schade. Und Bedrohung Stufe 1. So, lösen. Bericht ist fertig. Major, wir haben das Hindernis entfernt und können weiterfahren. Einer wurde verletzt. Ja, ist nicht schlimm. Den packen wir gleich in die Krankenstation und dann ist alles wieder gut. Oh, da ist Minus gerade. Stimmt, ich habe ja nicht mal einen Ofen hier reingebaut. Da ist noch nichts los wegen der Isolierung. Eine Isolierung habe ich hier auch noch nicht. Ich muss die Isolierung hinzufügen. 1, 2, 3, 4. Okay. Jetzt sieht es besser aus. Da packen wir jetzt den verletzten Miroslav rein. Okay, und wir fahren endlich weiter. Diesmal mit ein bisschen mehr Geschwindigkeit, weil wir jetzt ziemlich weit fahren müssen. Ein Ruf unterbricht die Routineprüfung des Zuges. Major, vor uns liegt eine weite Blockade. Weitere. Der Soldat will zu dir. Sein alarmiertes Rufen hat jedoch die anderen aufgescheucht, die sich kampfbereit machen wollen. Es sind Haubitzen, aber die Brücke auf die Brücke gerichtet. Sollen wir anhalten?
einer deiner Soldaten grunzverächtlich, ohne sein Bett zu verlassen. Langsam reicht es. Wenn wir an jeder Blockade anhalten müssen, können wir auch gleich zu Fuß gehen. Eine weitere erschöpfte Stimme dringt an dein Ohr. Sollten wir nicht den Goldzug einnehmen? Einer deiner Soldaten murmelt sarkastisch vor sich hin, während er sein Gewehr bereit macht. Ein oder zwei Granaten mehr machen den Kohl auch nicht fett, oder? Halten wir an und sichern wir das Gelände. Uns fehlt die Zeit, wir müssen es riskieren. Die Mission starten. Wir brauchen bloß 5 Leute. Aber den Leuten wird kalt. Weil es Nacht ist. Krankheitsrisiko sehr niedrig. Das heißt, wir könnten die ja sowieso behandeln, wenn die dann bei uns im Zug liegen. Das ist ja dann kein Problem. Aber wir müssen die halt bearbeiten. Ich will nicht ganz so viele Leute dann auch krank haben. Das bedeutet, du bleibst mal zu Hause. Ein Arzt reicht. 2 Kundschafter, 2 Gewehrschützen. Es reicht auch ein Grenadier. Dann haben wir 3, 6, 7. Ja, dann nehmen wir noch einen Gewehrschützen raus und dann sind es halt 6 Leute. Ist okay. Sie sind ja wieder fit. Ich weiß ja nicht, wie viel Zeit das kostet und ob die Zeit jetzt hier das auch Ziel abgezogen ist, wird. Das Ziel ist es, die Haubitzen zu eliminieren. Aber wir können sie nicht angreifen, wenn wir ständig auf der Hut sein müssen. Daher sichern wir zuerst die Brücken, dann nehmen wir den Bahnhof ein und erst danach kümmern wir uns um die Haubitzen. Selbst dann wird es eine blutige Angelegenheit. Wir müssen extrem vorsichtig sein und das Gelände zu unserem Vorteil nutzen. Ja, wenn das mal so einfach wäre, nicht? In Bewegung. So, wir verschanzen uns hier erstmal und dann mache ich eine kleine Pause. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis gleich hier bei Last Train Home. Setze Kurs auf neue Abonnenten. Ob ich auch bei dir landen kann?